Hallo, ich bin Heinz Hönig. Ich gebe mal wieder ein bisschen an. Im Dezember könnt ihr mich in Tabaluga, der Film, in der Rolle des bösen Herrschers Arktos hören. Der erklärt dem idyllischen Grünland den Krieg, allen voran dem kleinen Drachen Tabaluga. Und hier, auf Movie Pilot Kids, bekommt ihr einen exklusiven ersten Einblick. Ich finde es geil, dass ich mit einer gestandenen Popgröße irgendwie wie Yvonne Canterfeld zusammen eine Ballade singe. Ich kenne ihn jetzt auch nur aus dem Radio und war natürlich auch sehr interessiert, wie jetzt die Stimme klingt. Vincent ist ein absoluter Gewinn. Toller Sänger, die Songperformance enorm großartig. Richtig schöne Melodien, die jetzt auch nicht unbedingt einfach sind. Es gibt Songs, die man kennt aus unseren Geschichten. Ein bisschen rockiger halt, Tabaluga-Style und Peter Maffay-Style. Es lebe die Freundschaft, es lebe das Leben. Genieß den Moment, nutze jeden Tag. Könnt ihr mir vorstellen, dass das richtig, richtig cool wird? Endlich landet Tabaluga auf der großen Leinwand. Ich kann nicht richtig fliegen. Ich kann kein Feuer spucken. Ich werde nie ein richtiger Drache sein. Hast du irgendwas gesehen? Ich habe eine Menge gesehen, aber es war keine Flamme. Als deine Mutter dich mir damals anvertraut hat, da sagte sie mir, dass du etwas Besonderes bist. Du wirst ein Feuer finden, ganz sicher. Feuer, Island, das ist die Chance. Ich muss das tun. Nicht das schönste Wesen, das du je gesehen hast? Du bist ein Drache. Wirklich? Ja, ich denke schon. Was machen eigentlich ein Drache und ein Grünländer hier in Island? Er ist auf der Suche nach seinem Feuer. Arktos kann dir sicher helfen. Ein Drache? Ein Drache? Was für eine Freude. Ich gebe dir dein Feuer. Für mich riecht das nach einer Falle. Diese Weihnachten. Du bist ein echter Drache und du kannst fliegen. Mit den Liedern von Peter Maffay. Fliegt in ein Abenteuer mit einem großen Helden. Auf der Suche nach seiner Bestimmung. Nur du kannst Arktos aufhalten. Dein Feuer ist hier. Arktos, gib auf! Tabaluga, der Film. Tabaluga! Ich komme! Demnächst im Kino.